Hallo, mein Name ist Peter Dimitrov. Ihr kennt mich vielleicht besser als Demi. Ich spiele Sololane für Pantera und habe soeben die Masters Dreamhack gewonnen. Ja, das ist ganz simpel. Also es gibt Sponsoren, die sich dafür einsetzen, Teams zu unterstützen, sei es durch Gear, durch Geld oder durch ein Bootcamp. Momentan sind wir zwar auf der Suche nach einem Sponsor, spielen aber momentan unter unserer eigenen Marke. Das heißt, Pantera, so wie es hier auf meinem Shirt ist, ist gar kein Sponsor, ist keine Marke an sich, ist einfach bloß ein ausgedachter Name, unter dem wir momentan spielen. Wir schauen aber, dass wir in Zukunft vielleicht wieder unter anderen Namen kommen, wie Epsilon zum Beispiel, einfach, dass wir da vielleicht mehr Publicity haben, mehr Fans und so. Also ich persönlich habe nichts dagegen. Ich denke auch, das könnte in der... Ich glaube momentan, es ist echt knapp, glaube ich, mit den Zahlen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich schaue außer Smite und Hearthstone nicht wirklich viel an. Das heißt, ich denke mal, die Zahlen sind recht knapp aneinander. Aber das Problem ist, PC ist einfach viel genauer. Das heißt, egal was du machst, egal wie du es machst, du hast mehr Reaktionszeit. Oder denke ich jetzt mal, okay, klar, das kann vielleicht nicht... Aber du bist einfach präziser. Du kannst besser schießen, du kannst dich besser 63 Grad umdrehen. Und einfach allein, dass man durch Reaktionen bessere Plays erzeugen kann, denke ich, wird PC immer besser zum Anschauen sein. Wenn dann irgendwie jemand mit einem Sniper rumrennt und da Headshots verteilt, könnte es auf dem PC noch viel krasser sein. Die Reaktion, alles ist einfach viel mehr Hype. Und ich denke mal, Konsole wird für immer ein wenig hinterherhinken. Ich glaube nicht, dass die Qualifizierung automatisch läuft. Das heißt, man muss sich erst in der Saison, also im Split, in den nächsten kommenden Monaten, müssen wir uns wieder qualifizieren. Und ich denke mal, das schaffen wir aber auch. Ein großes Ziel ist es, einen Sponsor zu finden. Wir heißen Pantera, was eigentlich für gar nichts steht. Das ist bloß ein dummer Name. Und wir suchen noch nach jemandem, der uns irgendwie dann hinter den Szenen unterstützen kann. Also das Ganze ist richtig toll von Harris gemacht. Harris bucht den Flug. Schaut, dass das Hotel, dass alle zusammenkommen. Das Einzige, was mir widerfahren ist, dass ich Gepäck extra buchen musste dieses Mal. Aber das ist jetzt im Vergleich zu dem Geld, das ich gewonnen habe, ist es für mich nichts. Da sage ich mal, okay, ist in Ordnung. Besser, dass ich Gepäck zahle, als den ganzen Flug. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich kalt erwischt. Nämlich, ich bin persönlich kein großer Sportfan. Ich schaue zwar gerne Sport, aber ich habe keine Sache, wo ich sage, oh, die sind jetzt besonders toll. Für mich persönlich, wenn ich es nachgedacht habe über die Sponsoren, mit denen wir schon verhandelt haben, es geht nur über den Deal. Der Deal muss stimmen. Da kann ich jetzt nicht sagen, oh, Barcelona, toller Deal oder nee, toller Name, da will ich unbedingt repräsentieren. Darum geht es nicht. Es geht um den Deal. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht sagen, okay, der Sportverein wird es jetzt sein. Okay, also für die Leute, die Paradigm kennen, ein anderes Smite-Team, die haben ein paar Inside-Jokes, die ganz komisch sind. Das heißt, deren Coach, der bekommt irgendwie eine Banane hingeworfen. Ich weiß nicht wieso. Die haben ihm am Flughafen eine Banane gekauft und haben die ganze Zeit mit der Banane gegen seinen Koffer geschlagen. Ich weiß nicht wieso. Frag mich nicht, aber muss man nicht wissen.